Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 1, mündliche Fragen. Ich rufe auf die Frage 1047, Frau Kollegin Hartmann. Wer übernimmt? Bitte schön, Herr Kollege Holzschuh, bitte, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, welche Länge hat das gesamte innerörtliche Kommunalstraßennetz im Bundesland Hessen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das innerörtliche Kommunalstraßennetz besteht aus Kreis- und Gemeindestraßen. Diese befinden sich in der Verantwortung der Kreise und Gemeinden. Die Länge der Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten beträgt 938 km. Zur Länge der Gemeindestraßen hat das Land keine eigenen aktuellen Erkenntnisse. Eine Schätzung aus dem Jahre 2004 geht von einer Länge der Gemeindestraßen von 24.218 km aus. Nächste Frage ist die Frage 1048, Herr Abgeordneter Eckert. Ich frage die Landesregierung, warum sind bei der L3030 rund um Schwickershausen die Fahrbahnmarkierungen noch nicht erfolgt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, die L3030 rund um Schwickershausen wurde im vergangenen Jahr im Zuge der Sanierungsoffensive erneuert. Die Fahrbahnmarkierungen sind erfolgt. Im Bereich zwischen dem Abzweig nach Dombach und der Kreisgrenze ist im vergangenen Jahr zunächst eine sogenannte Freigabemarkierung aufgebracht worden, um die Straße wieder in Betrieb nehmen zu können. Dieser Zwischenschritt erfolgte, da es für die Anbringung der endgültigen Markierung nach Abschluss der Baumaßnahme zu kalt war. Die endgültige Markierung der Fahrbahnränder wurde am Samstag, 26.05.2018, ausgeführt. Im Zuge der Sanierung wurden die Fahrbahnmarkierungen auch an das aktuelle Regelwerk angepasst. Für Fahrbahnbreiten unter 5,5 Metern sieht die bundesweite Richtlinie für Markierung an Straßen keine Mittelmarkierung vor. Die Mittelmarkierung wird weggelassen, um den Verkehrsteilnehmern zu verdeutlichen, dass bei entgegenkommendem Verkehr die Geschwindigkeit angepasst werden muss. Ja. Zusatzfrage, Kollege Eckert. Herzlichen Dank, Herr Minister. Insbesondere aufgrund der Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern, von Einwohnerinnen und Einwohnern in dem Bereich wurde ja wiederholt jetzt über brenzlige Situationen berichtet. Wäre sozusagen in dem Falle nicht eine Ausnahme der Regel möglich, hier gerade im Sinne der Verkehrssicherheit diese Mittelstreifenmarkierung dann doch anzubringen? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, bereits vor etwa 10 Jahren wurde die bundesweit geltende Richtlinie in Hessen eingeführt, die besagt, dass Straßen, die schmaler als 5,50 Meter sind, nur noch eine Randmarkierung, aber keine Mittelmarkierung bekommen. Der Grund ist, dass eine Mittelmarkierung Straßennutzern in der trügerischen Sicherheit wiegen würde, dass die Straße, sagen, immer breit genug für Begegnungsverkehr ist und man deswegen ganz besonders sozusagen nicht auf den entgegenkommenden Verkehr achten muss. Die L3030 ist in ihrer breitesten Stelle gerade einmal 5,30 Meter und deswegen ist klar, dass an dieser Stelle keine Mittelmarkierung mehr aufgetragen wird, sondern wenn dann beispielsweise ein Schwerverkehr entgegenkommt, man sich nicht darauf verlassen kann, in Anführungszeichen, dass die eigene Hälfte ausreicht. Nächste Frage ist die Frage 1049, Frau Abgeordnete Knell. Entschuldigung, ich übernehme die Frage 1050 für die Kollegin Knell. Ich frage die Landesregierung, wie bewegt. Herr Kollege Hahn, wir sind bei 1049 und dann 1050. Okay, macht ja nichts. Vielen Dank, Herr Präsident. 1049. Welche Auswirkungen auf die FSC-Zertifizierung hat Ihre Genehmigung, in einzelnen Forstämtern Pflanzenschutzmittel einzusetzen? Frau Minister. Ja, Herr Minister, Frau Ministerin, Entschuldigung, für Umwelt. Bitte schön. Abgeordneter Hahn in Vertretung von Frau Abgeordnete Knell.
Als naturnah wirtschaftender Forstbetrieb setzt Hessen-Forst nur dann Pflanzenschutzmittel ein, wenn alle anderen Waldschutzmaßnahmen nicht mehr greifen und gravierende Schäden am Wald zu befürchten sind. Auch nach den Regularien von FSC ist ein solcher Pflanzenschutzmitteleinsatz als Ultima Ratio möglich, sofern der betreffende Forstbetrieb eine behördliche Anordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde, in diesem Fall das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, erhalten hat. Die Genehmigung und die folgend praktizierte Verfahrensweise zum ausnahmsweisen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als letztes Mittel des integrierten Pflanzenschutzes zur Vermeidung unvertretbarer Folgeschäden erfolgt somit konform mit den Vorgaben von FSC und hat damit keine Auswirkungen auf die Zertifizierung. Dann komme ich zur Frage 1050, Frau Kollegin Knell. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie das Vorgehen der Deutschen Umwelthilfe, an Schulen dafür zu werben, dass Kinder für die Organisation Spenden sammeln gehen? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Knell, Sammlungen und Spendenaufrufe an Eltern und die Schülerschaft in den Schulen sind nach Abschnitt 5 des Erlasses über das Verteilen von Schriften, Aushängen und Sammlungen in den Schulen vom 12. Oktober 2017 grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Schulleitung und müssen mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule zu vereinbaren sein. Dies gilt auch für durch die Schule organisierte Sammlungen und Verkäufe außerhalb des Schulgeländes. Schülerinnen und Schüler und Eltern sind darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme an Sammlungen und Veranstaltungen, die finanzielle Aufwendungen der Eltern erfordern, freiwillig ist. Jede Ausnahme muss demnach mit den Bildungs- und Erziehungszielen nach den § 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes zu vereinbaren sein. Demnach sind Sammlungen für Einrichtungen oder Institutionen ausgeschlossen, wenn die Sammlung gegen die politische, weltanschauliche oder religiöse Neutralität von Schule verstoßen würde oder ein Zweck verfolgt würde, welcher mit gesundheits- oder jugendgefährdenden Inhalten in Verbindung gebracht werden kann. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Greilich. Herr Minister, sind Sie der Auffassung, dass dass Sammlungen für die Deutsche Umwelthilfe mit der politischen Neutralität vereinbar sind? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, nach meinen Informationen ist es Zweck der Umwelthilfe laut § 1 Absatz 2 Ihrer Vereinssatzung, den Natur- und Umweltschutz sowie die Interessen der Verbraucher durch Aufklärung und Beratung, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, zu fördern und zur Beschaffung der erforderlichen Mittel beizutragen. Darin kann ich keinen Verstoß gegen politische oder weltanschauliche Neutralität erkennen. Nur die Frau Kollegin Knell hätte noch Zwischenfragen, Nachfragen. Nicht mehr? Sonst auch keiner mehr? Danke. Dann komme ich zu Frage 1051, Herr Abgeordneter May. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützen die hessischen Hochschulen im Rahmen der Patentierung und Verwertung von Forschungsergebnissen die Entstehung, Verbreitung und Nutzung neuer Technologie sowie von Innovationen? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter May, meine sehr geehrten Damen und Herren, die hessische Landesregierung hat das Ziel, die praktische Umsetzung und auch die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen aus den hessischen Hochschulen zu stärken. Wir wollen, dass Erfindungen aus den hessischen Hochschulen den Weg in die Anwendung und damit natürlich auch in die hessische Wirtschaft finden. Und deswegen ist es richtig, wir haben das in einer der letzten Runden hier diskutiert, in Spitzenforschung zu investieren, wie wir das mit der Löwe-Förderung tun. Aber die Impulse aus der Forschung müssen natürlich auch in die Wirtschaft umgesetzt werden, beispielsweise um nur ein Beispiel zu nennen, bei der Entwicklung neuer medizinischer Therapien. Und genau um diesen Brückenschluss zur Anwendung und die Verwertung von Erfindungen zu unterstützen, hat die Universität Kassel einen Verbund der hessischen Hochschulen für die Patentierung und für die Verwertung von Hochschulerfindungen aufgebaut und infolgedessen eine zentrale Koordinationsstelle eingerichtet. Und dieser Verbund erhält vom Land eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt rund 1 Million Euro aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget. Und mit der Einrichtung dieser Koordinierungsstelle haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die im Verbund zusammengeschlossenen Hochschulen erfolgreich an weiteren Fördermaßnahmen, beispielsweise des Bundesministeriums für Wirtschaft und Entwicklung zur Förderung der Patentverwertung, beteiligen können.
Und so sind in den letzten 5 Jahren an den hessischen Hochschulen durchschnittlich mehr als 180 Erfindungen pro Jahr gemeldet worden. Und wenn man sich die Rückflüsse anschaut, kann man sagen, dass über die Verwertung von Erfindungen und Patenten durch Lizenzierung und Verkauf die hessischen Hochschulen von 2013 bis 2017 entsprechende Rückflüsse in Höhe von mehr als 7,5 Millionen Euro erzielen konnten. Frage 1052, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wie viele Monate Vertragslaufzeit umfassen Verträge von pensionierten Lehrkräften, die zum 1. August aufgrund des Lehrkräftemangels im Rahmen eines TVH-Vertrages weiter unterrichten? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, es gibt keine Vorgaben des Ministeriums im Hinblick auf die Laufzeit von TVH-Verträgen, auch nicht, was die Verträge mit pensionierten Lehrkräften anbetrifft. Dieser scheint auch nicht nötig oder geboten. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Vertragslaufzeit im jeweiligen Einzelfall nach der konkreten Bedarfslage und der persönlichen Bereitschaft der pensionierten Lehrkraft bemisst. Zusatzfrage, Herr Degen. Vielen Dank, Herr Minister. Vor dem Hintergrund Ihrer Antwort, wie bewerten Sie die Tatsache, dass zumindest im Bereich des staatlichen Schulamts Darmstadt und Darmstadt-Dieburg Verträge von 11 Monaten vergeben werden ab 1. August, sodass die Sommerferien ausdrücklich dann nicht bezahlt werden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, über Sommerferien haben wir ja schon des Häufigeren in diesem Hause debattiert. Sie kennen auch den dazugehörigen Erlass. Wenn solche Verträge abgeschlossen werden, und ich vermute jetzt mal, dass dann nach den Sommerferien keine Beschäftigung mehr erfolgen soll, dann beruht auch das auf einer Betrachtung des Einzelfalls nach Bedarfslage und Bereitschaft der jeweiligen Lehrkraft. Und wenn nach den Sommerferien es zu einer Weiterbeschäftigung kommt, dann wird auch nach dem entsprechenden Erlass die Sommerferien bezahlt. Aber insofern gibt es keine Abweichung für die Verträge für pensionierte Lehrkräfte. Ich rufe auf die Frage 1053, Frau Kollegin Faeser. Danke schön, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, entspricht es den Tatsachen, dass rund 25 Schülerinnen und Schüler aus Schwalbach am Taunus beim Übergang auf die weiterführende Schule zum kommenden Schuljahr weder ihren Erst-, Zweit- noch Drittwunsch bei der Schulwahl zugestanden wurde? Herr Kultusminister. Nein, Frau Abgeordnete Faeser, das entspricht nach heutigem Stand nicht den Tatsachen. Alle Kinder aus Schwalbach im Taunus haben im Ergebnis ein Schulangebot gemäß ihrem Erst-, Zweit- oder Drittwunsch erhalten. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Faeser. Ich frage den Kultusminister noch einmal, wie konnte es dann dazu kommen, dass diese 25 Eltern erst einmal eine Ablehnung ihres Erst-, Zweit- und Drittwunsches erhalten haben? Und was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, das erkläre ich Ihnen gerne. Für die Bildungsgänge Realschule und Hauptschule mussten im Main-Taunus-Kreis keine Lenkungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gymnasien im Aufsichtsbereich Main-Taunus-Kreis, das heißt die Albert-Einstein-Schule in Schwalbach, die Main-Taunus-Schule in Hofheim und das Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim, wurden überproportional im Verhältnis zu den nach dem Schulentwicklungsplan festgelegten Kapazitäten angewählt. Außerdem ebenso und erstmals der Gymnasialzweig der Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn. Das ist eine kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Ich sehe, Sie kennen sie. Daher war es notwendig, in größerem Umfang Lenkungsmaßnahmen vorzunehmen. Im Rahmen der am 18. Mai 2018 vom Staatlichen Schulamt einberufenen Verteilkonferenz wurde eine Lenkungsentscheidung im Einvernehmen mit Schulträger, Kreiselternbeirat und den Schulleiterinnen und Schulleitern getroffen. Grundlage der Lenkungsentscheidung war die in der in Schwalbach am Taunus befindlichen Friedrich-Ebert-Schule, also in der integrierten Gesamtschule, vorhandenen Kapazitäten zu nutzen und auf eine Klassenmehrbildung an gymnasialen Standorten, zum Teil in anderen Städten, zu verzichten. Dabei wurde versucht, möglichst die Zweit- und Drittwünsche zu berücksichtigen, wie man das in diesem Verteilverfahren immer tut. Leider war dies bei 4 Schülerinnen und Schülern der Albert-Einstein-Schule sowie 15 Schülerinnen und Schülern der Heinrich-von-Kleist-Schule nicht möglich. Es ging also um 19 Schülerinnen und Schüler, nicht um 25. Diese 19 erhielten zunächst ein Aufnahmeangebot der Friedrich-Ebert-Schule. Nach den Rückmeldungen der betroffenen Familien
hat das staatliche Schulamt dann erneut Gespräche mit dem Schulträger, also dem Main-Taunus-Kreis, geführt, was zur Umsetzung einer anderen Lösung führte, nämlich zur Einrichtung einer dritten Gymnasialklasse an der Mendelssohn-Bartholdy-Schule, auch eine kooperative Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe in Sulzbach. Und mit der Einrichtung dieser zusätzlichen Gymnasialklasse konnten im Ergebnis die Kinder aller Schwalbacher Eltern an eine der gewünschten Schulen aufgenommen werden. Dann komme ich zur nächsten Frage. Das ist die Frage 1054. Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, welche Aufgaben werden durch die neuen drei Regionalbeauftragten ersetzend übernommen? Herr Staatsminister Windermeier. Ja, Abgeordneter Warnecke, Teil der Stabsstelle Offensive Land hat Zukunft Heimat Hessen sind die drei Regionalbeauftragten, die kürzlich ihre Arbeit aufgenommen haben. Diese Regionalbeauftragten stehen den ländlichen Regionen mit Rat und Tat zur Seite. Sie transportieren die dortigen Anliegen hier nach Wiesbaden und helfen mit der Umsetzung der Landesoffensive ganz konkret den Menschen vor Ort. Sie sind Bindeglied zwischen der Staatskanzlei und der dort angesiedelten Offensive Land hat Zukunft Heimat Hessen einerseits und den Städten, Gemeinden, Bürgerinnen und Bürgern im ländlichen Raum sowie weiteren relevanten Ansprechpartnern in der Fläche andererseits. Die Regionalbeauftragten stellen ein zusätzliches, bisher nicht dagewesenes und bundesweit einzigartiges Serviceangebot für Städte und Gemeinden im ländlichen Raum dar. Sie ersetzen keine Aufgaben, vielmehr sie ergänzen weitere neue Angebote, zum Beispiel die des Förderlotsen beim Innenministerium oder die Vielzahl der bereits bestehenden Beratungs- und Förderangebote der hessischen Landesverwaltungen in den verschiedenen Ressorts. Außerdem wird am 31. August diesen Jahres die Akademie für den ländlichen Raum in Hessen eröffnet, die weitere Angebote für den ländlichen Raum machen wird. Die Regionalbeauftragten sorgen dafür, dass schnelle Kommunikations- und Entscheidungswege gefunden werden. Die Regionalbeauftragten sind sozusagen Ideen-Scouts, die Best-Practice-Beispiele ausfindig machen und weitertragen. Und die Regionalbeauftragten vernetzen natürlich auch die verschiedenen Initiativen, seien sie städtischerseits oder auch von anderen privaten Initiativen. Erste Rückmeldungen von ihren kommunalen Gesprächspartnern bestätigen uns, dass deren Beratungs- und Informations- und Gesprächsangebote hochwillkommen sind und sehr gut angenommen werden. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Entschuldigung. Darf ich daraus, sehr geehrter Staatsminister Wintermeyer, schließen, dass die bisherigen Kommunikationswege unzureichend waren? Herr Staatsminister Wintermeyer. Geordneter Warnecke, das können Sie für sich daraus schließen. Ich kann Ihnen dann nicht sagen, dass es so ist, sondern ich hatte Ihnen eben gerade vorgetragen, dass wir die drei Regionalbeauftragten als Ergänzung sehen. Wie Sie wissen, haben wir ja dort, sag ich mal, die Offensive Land hat Zukunft, Heimat Hessen, ins Leben gerufen und mit rund 1,8 Milliarden Euro im Doppelhaushalt 2018-2019 von Ihnen, nämlich dem Haushaltsgesetzgeber, beschieden bekommen. Darin wird eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten umgesetzt, die es bisher noch nicht gab, die Kommunen, die Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, wie zum Beispiel Bürgerbusse, die digitale Dorflinde oder auch die Gemeindeschwester 2.0. Und insofern ist es eine sinnvolle Ergänzung der Fördermöglichkeiten und auch der Ansprechpartner, die wir bisher als Hessische Land. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Sehr geehrter Staatsminister Wintermeyer, können Sie uns noch mitteilen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Regionalbeauftragten direkt unterstützen? Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Warnecke, der Regionalbeauftragte für Ost- und Südhessen arbeitet selbstständig und alleine. Der Regionalbeauftragte für Nordhessen arbeitet selbstständig und alleine. Und der Regionalbeauftragte für Mittelhessen arbeitet selbstständig und alleine. Das heißt, Sie haben keine zuarbeitenden Mitarbeiter. Die Zusammensetzung der Stabsstelle in der Staatskanzlei ist so geregelt, dass sie geleitet wird vom Staatssekretär Buße. Daneben sind weitere Vertreter der Hausleitung, der Fachabteilung sowie der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit mit jeweils geringen Stellenanteilen in der Stabsstelle vertreten. Und eine volle Stelle für die fachliche Mitarbeit in der Stabsstelle
Stabsstelle ist derzeit im Besetzungsverfahren. Frage 1055, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie viele statistische Erhebungen für den Schulbereich werden landesweit vom oder im Kultusministerium regelmäßig erfasst? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Warnecke, zur Erfüllung der statistischen Berichtspflichten gegenüber der amtlichen Statistik und der Kultusministerkonferenz werden vom Hessischen Kultusministerium jährlich zwei statistische Erhebungen durchgeführt, nämlich einmal die Absolventenerhebung sowie zum anderen die Erhebung der Landesschulstatistik. Ich komme zur Frage 1056, die zurückgezogen worden ist. Dann komme ich zur Frage 1057, Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, wie viele unangekündigte Unterrichtsbesuche im herkunftssprachlichen Unterricht in türkischer Sprache wurden im von Konsulatslehrkräften gehaltenen Unterricht jeweils in den Schuljahren 2013-14 bis 2016-17 und bis zum 31. Mai 2018 im Schuljahr 2017-18 in Hessen durchgeführt, um, zitiere, auch in Zukunft die Entwicklungen der Türkei wachsam zu begleiten und gegebenenfalls alle gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Herr Kultusminister. Abgeordneter Greilich, in dem von Ihnen genannten Zeitraum fand im sogenannten Konsulatsunterricht in türkischer Sprache von Seiten der Schulaufsicht der staatlichen Schulämter keine unangekündigten Unterrichtsbesuche statt. Hierzu gab es auch keinen Anlass. Ob von Seiten der Schulleiterinnen und Schulleiter Unterrichtsbesuche erfolgten, haben wir in der Kürze der Zeit seit Eingang der Fragestellung nicht eruieren können und zur Entlastung der Schulleitungen nicht abfragen wollen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Greilich. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sie durch die Nichtdurchführung von Unterrichtsbesuchen ihrer eigenen Ankündigung gerecht wird, auch in Zukunft die Entwicklung der Türkei so zu verfolgen und den Unterricht entsprechend zu beobachten, dass es hier zu Beeinträchtigung dessen, was wir alle für richtig halten, nicht kommt? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter, wie ich eben schon in der ersten Antwort auf Ihre Frage festgestellt habe, gab es bei den türkischen Konsulatslehrkräften in dem genannten Zeitraum keine. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass sich das Verhältnis zum türkischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main in der Vergangenheit kooperativ gestaltete, sodass einseitige Maßnahmen wie unangekündigte Unterrichtsbesuche nicht erforderlich waren. Nichtsdestotrotz gehört das zum Arsenal der möglichen schulaufsichtlichen Maßnahmen. Und wir werden die Entwicklung auch weiterhin aufmerksam und wachsam verfolgen. Und eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Greilich. Herr Minister, ich höre das wohl. Ich höre ansonsten, dass die Zahl der eingesetzten Konsulatslehrkräfte steigende Tendenz hat. Ist seitens des Kultusministeriums in dem Bereich eine Umkehr vorgesehen angesichts der Entwicklung in der Türkei? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, die mir vorliegenden Informationen weisen in die entgegengesetzte Richtung. Nach unseren Informationen kehren zum Schuljahresende 9 Konsulatslehrkräfte in die Türkei zurück und 5 Konsulatslehrkräfte werden voraussichtlich im Schuljahr 2018-19 nach Hessen entsandt werden. Und wenn das sich so verwirklicht, dann würde die Zahl der Konsulatslehrkräfte im kommenden Schuljahr von 46 auf 42 zurückgehen. Ich rufe auf die Frage 1058, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, in wie vielen Fällen konnte im Schuljahr 2017-2018 der Anspruch auf sonderpädagogische Förderung bei Schülerinnen und Schülern an Förderschulen aufgehoben werden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, in diesem Schuljahr, also im laufenden Schuljahr, befinden sich 528 Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Schulformen, die im vergangenen Schuljahr, also im Schuljahr 2016-17, noch eine Förderschule besucht haben. Okay, dann die Frage 1059, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, wie viele der zusätzlichen 24 Stellen in den 4 Kooperationsverbünden der staatlichen Schulämter wurden mit Schulpsychologen besetzt?
Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abg. Geis, von diesen zusätzlichen 24 Stellen sind den staatlichen Schulämtern insgesamt 8 Stellen für die Schulpsychologie zugewiesen worden, und diese befinden sich derzeit im Besetzungsverfahren. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Sind es zusätzliche 8 Schulpsychologenstellen, die mit zusätzlichen 8 Schulpsychologen besetzt werden? Herr Kultusminister. Ja, Frau Abgeordnete Geis, diese 24 Stellen sind generell zusätzliche Stellen, und damit sind natürlich auch die 8 Stellen, die davon für Schulpsychologie verwendet werden, ebenfalls zusätzliche Stellen. Ich rufe auf die Frage 1060, Frau Abgeordnete Hartmann, die erkrankt ist. Wer übernimmt? Oh, Entschuldigung, Herr Degen, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie viele UBUS-Kräfte waren mit Stand 1. Juni 2018 beim Land eingestellt? Herr Kultusminister. Herr Abg. Degen, für Frau Abg. Hartmann. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, wenn ich als Stichtag den 7. Juni 2018 nehme. Zu diesem Stichtag waren insgesamt 152,8 der 400 UBUS-Stellen im Primarbereich besetzt. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, wann rechnen Sie damit, dass die schon lange, ich glaube zum 1. Februar versprochenen 400 Stellen dann endlich auch besetzt sein werden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, zunächst, die Stellen wurden nicht zum 1. Februar versprochen, sondern auch unmittelbar nach dem Haushaltsbeschluss des Hessischen Landtages dementsprechend bereitgestellt. Und die Besetzungen schreiten in einem sehr ordentlichen Tempo voran. In den letzten 14 Tagen vor dem 7. Juni alleine konnten wir 50 Stellen besetzen. Wenn wir dieses Tempo beibehalten können, bin ich zuversichtlich, dass die weitaus größte Zahl dieser Stellen zum Schuljahresbeginn am 1. August besetzt sein wird. Zusatzfrage, Frau Abg. Strube. Ich habe noch die Zusatzfrage. Durch Besuche in den Grundschulen in meinem Wahlkreis habe ich erfahren, dass diese Stellen auf 3 Schulhalbjahre angelegt worden sind. Und dadurch, dass diese Stellen ja jetzt nicht komplett besetzt worden sind, ist meine Frage dazu, ob man das dann hinten dran hängt. Herr Kultusminister. Frau Abg. Strube, diese Information ist mir nicht bekannt. Also von 3 Schulhalbjahren höre ich jetzt zum ersten Mal. Wäre Ihnen dankbar, wenn wir das noch einmal miteinander vertiefen könnten. Herr Degen, weitere Zusatzfrage. Herr Kultusminister, teilen Sie die Beobachtung, die ich gemacht habe, nämlich dass bisherige sozialpädagogische Fachkräfte, die in der Regel im Rahmen von Schulsozialarbeit von kommunalen oder freien Trägern beschäftigt waren, sich nun auf UBUS-Stellen bewerben oder beworben haben und möglicherweise dann die bisherigen Träger diese Stellen nicht nachbesetzen, die frei werden? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, wir beobachten natürlich, dass sich in der Tat Kräfte auf diese Stellen bewerben, die schon anderweitig, also auf kommunaler Seite, beschäftigt waren oder sind. Das liegt im Übrigen daran, weil die Stellen, die wir zur Verfügung stellen, unbefristet sind. Auch deswegen habe ich die vorherige Frage, bitte um Entschuldigung, mit den 3 Schulhalbjahren nicht verstanden. Das kann nicht richtig sein. Aber das ist so betrachtet kein generelles Phänomen. Wir haben Bewerbungen aus allen möglichen Richtungen. Wir haben teilweise Bewerbungen, die bei der 10-fachen Zahl der zu besetzenden Stellen liegen. Also die Stellen sind richtig nachgefragt, und ja, da sind kommunale Kräfte dabei, aber wie gesagt auch Kräfte, die frisch von der Ausbildung kommen, bisher nicht beschäftigt waren oder anderweitig beschäftigt waren. Also das ist ein sehr buntes Bild. Dann kommen wir zur Frage 1061, Herr Abg. Eckert. Ich frage die Landesregierung, ist beabsichtigt, die Raumschießanlage in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Limburg in absehbarer Zeit so nachzurüsten, dass sie bestimmungsgemäß genutzt werden kann? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter Eckert, die Raumschießanlage in Limburg wird bestimmungsgemäß ihrer Freigabe für das Einsatztraining und die Schießausbildung mit Farbmarkierungsmunition genutzt. 70% der zu erbringenden Schießleistung können so in der Raumschießanlage absolviert werden. Die notwendigen baulichen Maßnahmen für den scharfen Schuss werden als nicht wirtschaftlich angesehen und der Schießbetrieb der Raumschießanlage in Limburg daher bis auf Weiteres auf das Schießen mit Farbmarkierungsmunition beschränkt bleiben. Für den scharfen Schuss stehen den Bediensteten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg verschiedene Raumschießanlagen im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen und darüber hinaus
die Raumschießanlage am Standort Wetzlar zur Verfügung. Herr Abgeordneter Eggert, Zusatzfrage. Herr Minister, ist es aber nicht so, dass vielmehr bei der Eröffnung im Jahr 2004 des Erweiterungsbaus ganz deutlich hervorgehoben wurde, dass die Bestimmung seinerzeit wenig bis gar nichts mit der jetzigen Bestimmung zu tun hat, denn es insbesondere nämlich für scharfe Munition hergerichtet werden sollte und sich erst im Betrieb festgestellt wurde, dass die Räume überhaupt dafür nicht geeignet sind? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, die Raumschießanlage in Limburg war beim Neubau der Liegenschaft ursprünglich für die Schießausbildung im scharfen Schuss geplant worden. Derzeit ist dort ausschließlich das Schießen mit Farbmarkierungssystemen im Rahmen des situativen Einsatztrainings erlaubt. Eine aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen durchgeführte Vermessung der Lüftungstechnik führte im November 2008 zur Stilllegung der Anlage für den scharfen Schuss. Zum Zeitpunkt der Planung standen lüftungstechnische Messverfahren, mit denen die Defizite hätten festgestellt werden können und die heute standardisiert Anwendung finden, nicht zur Verfügung. Eine Reaktivierung der Raumschießanlage für den scharfen Schuss würde eine Gesamtsanierung der raumlufttechnischen Anlage, der Schießbahn, das heißt der Wände, Decken und Schießbahnsohle und des Geschossfangsystems inklusive der Geschossfangkammer erfordern. Darüber hinaus besitzt die Anlage lediglich eine nutzbare Schießbahnlänge von 10 Metern und entspricht nicht den aktuellen Anforderungen, welche eine nutzbare Schießbahnlänge von mindestens 25 Metern vorsehen. Der Schießbetrieb in der Raumschießanlage in Limburg soll daher bis auf Weiteres auf das Schießen mit Farbmarkierungsmunition beschränkt bleiben. Die Bediensteten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg schießen in der Regel in der Raumschießanlage Bad Homburg, selten in der Calvinstraße in Wiesbaden. Die Raumschießanlage in Wetzlar beim Polizeipräsidium Mittelhessen ist nur Ausweichstandort. Probleme sind allerdings keine bekannt. Zusatzfrage, Herr Eggert. Also kann man feststellen, dass wenn die 10 Meter Schießanlage völlig unzureichend ist, weil sie eigentlich 25 Meter vorgegeben haben, dass die Grundkonzeption und Planung dieser Schießanlage von Anfang an fehlerhaft war. Ist das so, wenn die Fragestellung? Ist das so? Okay. Die Satzmelodie war eindeutig. Herr Abgeordneter Eckert, wir reden hier von einer Raumschießanlage, die ihre Planung wahrscheinlich Ende der 90er Jahre hatte und Anfang der 2000er fertig geworden ist. Ich habe Ihnen gerade eben erklärt, dass die Messmöglichkeiten oder die Vermessung der Lüftungstechnik erst nach den Jahren 2008 eine Form erlangt hat, dass man überhaupt diese Frage hat ermitteln können, die Sie hier in den Raum stellen. Und in der Tat ist es so, dass man heute, wie gesagt, so in der Größenordnung 20 Jahre später zu der Überzeugung kommt, dass man den scharfen Schuss idealerweise besser auf 25 als auf 10 Meter trainiert. Aber ich bleibe dabei, 70% des Schießtrainings beschränkt sich auf oder kann man beschränken auf die Frage der Farbmarkierungsmunition. Und die ist in der Raumschießanlage in Limburg entsprechend möglich. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Strube. Raumschießanlage passt gut, das Thema. Durch einen Vororttermin bei der Bereitschaftspolizei in Kassel konnten wir uns über den desolaten Zustand der Raumschießanlage vor Ort ein Bild machen. Nur dazu hätte ich die Frage, wann die Landesregierung die Sanierung dieser Raumschießanlage in den Haushalt einstellt. Für welches Jahr? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, die Raumschießanlagen im Bereich Nordhessen sind im Moment hinreichend, um dort das Schießtraining zu gewährleisten. Und ich kann Ihnen das auch sagen, die Raumschießanlage in Homberg, in Baunatal und in Immenhausen-Holzhausen, dort haben wir entweder Raumschießanlagen oder einen entsprechenden offenen Schießstand. Das Schießtraining ist insofern nicht beeinträchtigt und insofern ist im Moment, zumindest im Moment habe ich da keine Kenntnis darüber, wann eine Neuplanung an anderem Standort noch zusätzlich erfolgen soll. Vielen Dank. Bevor ich weiter die Fragestunde fortsetze, begrüße ich auf der Tribüne unsere frühere Kollegin, Frau Staatsministerin AD Hensler. Herzlich willkommen. Und wir setzen fort mit der Frage 1062, Frau Abgeordnete Löber. Ja.
Ich frage die Landesregierung, welche Aussagen zum Abschluss des Planfeststellungsverfahrens für den Bau der Ortsumgehung Eckelshausen können nach dem Abstimmungstermin zwischen Hessen Mobil und der oberen Naturschutzbehörde im Mai 2018 gemacht werden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, in der Fragestunde im Aprilplenum hatte ich von dem bevorstehenden Abstimmungstermin zwischen der oberen Naturschutzbehörde und Hessen Mobil berichtet. Dieser hat zwischenzeitlich stattgefunden, und die noch offenen Punkte konnten geklärt werden. Die weiteren Verfahrensschritte für einen rechtssicheren Planfeststellungsbeschluss sind nun: die Vorlage aller Erwiderungen zu den Einwendungen bis Ende Juli 2018 an das Regierungspräsidium Gießen als Anhörungsbehörde, die Übergabe des Vorlageberichts an die Planfeststellungsbehörde im Verkehrsministerium bis voraussichtlich Ende 2018. Anschließend erfolgt die Prüfung der Planung und der Stellungnahmen, Einwendungen und Erwiderungen durch die Planfeststellungsbehörde. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Löber. Wo ist denn dein Kommentar? Wird zum derzeitigen Zeitpunkt die Trassenführung infrage gestellt? Herr Minister Al-Wazir. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil, wie gesagt, bisher ist noch nicht alles vollständig bei der Anhörungsbehörde im RP Gießen angekommen. Ich rufe auch die Frage 1063, Abgeordneter Yüksel. Ich frage die Landesregierung, sind die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst berechtigt, Klassenleitungen zu übernehmen? Herr Kohl. Herr Abgeordneter Yüksel, gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Lehrkräfte sogar verpflichtet, das Amt einer Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers zu übernehmen. Dies gilt ausweislich § 13 dieser Dienstordnung auch für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Von daher sind Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ab dem Moment, in dem sie eigenverantwortlich Unterricht erteilen, das heißt ab dem ersten Hauptsemester, das ergibt sich aus § 43 Absatz 3 Ziffer 2 der Durchführungsverordnung zum Hessischen Lehrerbildungsgesetz, berechtigt, eine Klassenleitung zu übernehmen. Dieser Regelung steht allerdings § 41 Absatz 3 der genannten Durchführungsverordnung gegenüber, wonach während der pädagogischen Ausbildung für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst Ausbildungsbelange Vorrang haben. Vor dem Hintergrund der nicht zu unterschätzenden Verpflichtungen, denen eine Klassenlehrerin bzw. ein Klassenlehrer unterliegt und die sich aus § 5 Absatz 1 und 2 der Dienstordnung ergeben, dazu gehören beispielsweise eben die Beratung von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, Führung des Klassenbuchs, Verantwortung für Zeugnisse etc., erscheint die Übernahme einer Klassenleitung durch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit den Zielen des pädagogischen Vorbereitungsdienstes nur schwer in Einklang zu bringen. Deswegen wird das immer eine absolute Ausnahme bleiben und richtet sich letzten Endes nach den Umständen des Einzelfalls. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen. Herr Kultusminister, ist Ihnen denn bekannt, wie viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst derzeit eine Klassenleitung übernehmen? Ich frage zumindest für die Schulform Grundschule. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, es gibt keine allgemeine Berichtspflicht, dass sozusagen jede Übernahme einer Klassenleitung durch eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst im Kultusministerium zentral gemeldet werden müsste. Aber die Studienseminare achten da schon vor Ort sehr darauf, dass ihre Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst auch nicht über Gebühr in der Schule beansprucht werden. Und mir ist jedenfalls kein Fall bekannt, in dem es da in irgendeiner Form zu einem Konflikt gekommen wäre. Ich rufe auf die Frage 1064, Frau Abgeordnete Wolff. Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verbindet sie mit der erstmaligen Auslobung und Verleihung des Hessischen Verlagspreises? Herr Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Abgeordnete Wolff, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der erstmaligen Auslobung des Hessischen Verlagspreises soll die kulturelle und die publizistische Vielfalt der Verlage in Hessen gewürdigt werden, soll unterstützt werden und soll insbesondere natürlich auch erhalten werden. Vor dem Hintergrund einer immer komplexeren, aber auch herausfordernderen Verlagsarbeit soll mit diesem Preis das Gesamtprogramm und die Kultur eines Verlages in den Fokus gerückt werden, weil natürlich, ich glaube, das ist eine Binsenweisheit für
eine lebendige Literatur, vor eine breit gefächerte Literatur in Hessen, wir auch eine vielfältige und innovativ aufgestellte Verlagslandschaft in Hessen benötigen. Und bereits in dieser Woche, am Freitag, am 22. Juni, werden die ersten beiden Preisträger in Wiesbaden mit dem Hessischen Verlagspreis ausgezeichnet. Sie sind alle herzlich eingeladen in die Villa Clementine, hier wenige Meter entfernt vom Hessischen Landtag. Um den Preis bewerben konnten sich Verlage aller Sparten, die ihren Firmensitz in Hessen haben, die konzernunabhängig sind und bei denen der jährliche Umsatz 2 Millionen Euro nicht übersteigt bzw. unter 2 Millionen Euro liegt. Und bei der erstmaligen Vergabe in diesem Jahr erhält der Verlag Rotopol aus Kassel den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis. Der Büchner Verlag aus Marburg erhält den mit 5.000 Euro dotierten Gründerpreis. Zusatzfrage, Herr Abg. Merz. Herr Minister, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie all das auch schon in einer Pressemitteilung mitgeteilt haben? Herr Minister Rhein. Ja, aber aus Respekt vor diesem Hohen Hause, glaube ich, war es durchaus sinnvoll, dass Frau Abg. Wolf diese Frage noch einmal gestellt hat, dass wir das, dass wir dieses wichtige Thema aus Respekt vor der Verlagslandschaft in unserem Bundesland auch hier erörtern, parlamentarisch erörtern konnten. Und insoweit bedanke ich mich sehr herzlich für diese wichtige Frage der Abgeordneten Wolf. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Yüksel. Sehr geehrter Herr Minister, werden die Preisträger oder Trägerin vom Verfassungsschutz überprüft? Herr Minister. Ein Saft, Herr Präsident. Also jedenfalls nicht auf dem Mikrofon. Na, jetzt schon. Lieber Herr Abg. Yüksel, es sind Verlage und keine Einzelpersonen. Deswegen erübrigt sich diese Frage. Keine weiteren Fragen. Dann komme ich zur Frage 1065, Frau Abg. Wolf. Ich frage die Landesregierung. Welche Position und Rolle nimmt die auf Initiative des Landes vor mehr als 10 Jahren gegründete Hessische Film- und Medienakademie in der Film- und Medienförderin des Landes Hessens ein? Herr Staatsminister Rhein. Ja, die dem HFMA-Netzwerk angeschlossenen Hochschulen bilden den akademischen Nachwuchs der Film- und Medienschaffenden in Hessen aus. Es sind rund 14.700 Studierende. Und die HFMA fördert Qualität der akademischen Ausbildung einerseits, aber auch die Vernetzung regionaler Player. Und sie macht den Ausbildungs- und Film- und Medienstandort Hessen, wie ich finde, in besonderer Weise sichtbar. Und man kann diese drei Aspekte auch konkretisieren. Erstens, die HFMA wirkt nach innen, in die Ausbildung und in die Produktionen der Hochschulen hinein, indem sie beispielsweise die Ressourcen von 13 Studien- und Ausbildungsstandorten bündelt und auch hochschulübergreifende Projekte ermöglicht. Zweitens, die HFMA schafft Vernetzungen zwischen Studierenden und Lehrenden, sowie zwischen den Hochschulen und der Film- und Medienbranche. Und diese Vernetzung hat unmittelbare Auswirkungen auf Zusammenarbeiten in Produktionen, aber auch auf Firmengründungen. So gingen beispielsweise alle Talentpaketförderungen der Hessischen Film- und Medien GmbH im Jahre 2017 an in Hessen ausgebildete Filmschaffende, die sich bei gemeinsamen Aktivitäten der HFMA kennengelernt haben. Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung der Projekte im Bereich der 360-Grad-Kinos, die von der Hochschule für Gestaltung in 2006 begonnene Forschung mit diesem neuen Medium wurde durch die HFMA oder durch die Unterstützung der HFMA auch anderen Hochschulen zugänglich gemacht. Und insoweit kann man sagen, das ist ein Nukleus für Innovation und für Pioniere der Arbeit mit Virtual Reality. Drittens, und das ist der letzte Punkt, die HFMA wirkt nach außen. Sie macht den Film und sie macht den Medienstandort und den Nachwuchs des Landes Hessen regional und bundesweit sichtbar. Ich will ein Beispiel nennen. Seit 2009 vertritt sie den Medienstandort Hessen auf der Berlinale und einige Kurzfilme von hessischen Studierenden wurden im offiziellen Wettbewerb der Berlinale Shorts uraufgeführt
und von der HFMA geleitet und unterstützt. Und das ist dann am Ende durch die HFMA ermöglicht worden. In Zahlen will ich das auch ausdrücken. 213 Filmemacher aus Hessen haben bisher von dieser Berlinale Plattform profitiert. 147 Filme aus 4 Hochschulen wurden im European Film Market gezeigt. 29 Präsentationen auf dem Empfang der Filmhochschulen. Und insoweit hat die HFMA ab 2008 viele Jahre maßgeblich die Forschung an neuen Medienzusammenhängen gefördert, wie beispielsweise, ich erwähnte es schon, die immersive 360-Grad-Filmproduktion und fördert auf Antrag der Mitglieder weiterhin neueste Entwicklungen im Bereich Games, zum Beispiel dem jährlichen Global Game Jam und VR. Die Netzarbeit entwickelt sich weiter und sie entwickelt sich jeden Tag weiter neu. Das Potenzial der HFMA als Netzwerkverbund ist aber noch nicht ausgeschöpft. Sie entwirft derzeit ein Konzept, wie sie den Übergang der hessischen Hochschulabsolventen vom Studienabschluss in Film- und Medienberufe noch weiter unterstützen kann. Das Ziel ist, dass ein sich professionell aufgestellter Nachwuchs für die von der Hessen Film- und Medien GmbH zu vergebenen Talentpaketförderungen oder eben auch für eine Debütfilmförderung in Frage kommt. Keine Zusatzfragen? Dann komme ich zur Frage 1066, Herr Abg. Kasseckert. Gesundheit. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Veränderung der Förderhöhe bei KWK-Bestandsanlagen, wie sie die Bundesregierung offenkundig im Rahmen eines sogenannten 100-Tage-Gesetzes unter anderem zur Änderung des EEG und des KWKG plant, zudem den Verbänden nach unserer Information derzeit ein frühzeitiger Referentenentwurf vorliegt. Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kasseckert, Energieerzeugungsanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, die gleichzeitig sowohl Strom als auch Wärme produzieren, sind besonders energieeffizient und damit ressourcen- und klimaschonend. Die Bundesregierung hat eine Förderung von gasbefeuerten Bestandsanlagen in Höhe von 1,5 Cent je Kilowattstunde mit dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 2016 befristet bis zum 31.12.2018 eingeführt. Sie stellt eine Ausnahme von den sonst üblichen Grundsätzen staatlicher Förderung dar, da bereits bestehende Anlagen Förderung erhalten. Dies wurde damals damit begründet, dass damals die Wirtschaftlichkeit der bestehenden Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen durch fallende Strompreise so stark beeinträchtigt war, dass die Stilllegung zahlreicher Anlagen zu befürchten war. Die Bundesregierung muss in regelmäßigen Abständen der EU-Kommission nachweisen, dass diese staatliche Förderung noch angebracht ist. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hierzu kommt zu dem Schluss, dass insbesondere für größere Anlagen über 100 Megawatt installierte elektrische Leistung eine Überförderung gegeben ist. Daher plant die Bundesregierung im sogenannten 100-Tage-Gesetz die Absenkung der Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsbestandsanlagen von bisher 1,5 auf 0,7 Cent je Kilowattstunde. Würde die Kürzung realisiert, müssten nach Aussage des Verbands Kommunaler Unternehmen Hessen insbesondere kommunale hessische KWK-Anlagenbetreiber für die Jahre 2018 und 2019 mit insgesamt rund 12 Millionen Euro Mindereinnahmen rechnen. Aus Sicht der Landesregierung sollte die Bundesregierung die Kürzung nur für die Anlagen vornehmen, für die eine Überförderung ermittelt wurde, also für große Anlagen mit mehr als 100 Megawatt installierter elektrischer Leistung. Für kleinere Anlagen sollte die Kürzung aus unserer Sicht nicht erfolgen. Eine pauschale Kürzung, unabhängig von der Anlagengröße, würde aus Sicht der Landesregierung auch in Hessen zu ungerechtfertigten Einbußen führen. Allerdings, bisher liegt der Landesregierung nur ein inoffizieller Referentenentwurf des sogenannten 100-Tage-Gesetzes vor. Nächste Frage, Frage 1067, Herr Abg. Landau. Da ist er ja. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Ergebnisse der ersten gemeinsamen EEG-Ausschreibung von Photovoltaik und Wind über 200 Megawatt, nach denen ausschließlich Photovoltaikanlagen einen Zuschlag erhalten haben und eingereichte Windenergieprojekte an ertragsschwachen Standorten die damit verbundenen Nachteile auch im Verfahren nicht ausgleichen konnten? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abg. Landau,
Die Landesregierung steht einer gemeinsamen Ausschreibung von Wind- und Photovoltaikanlagen kritisch gegenüber, da für den Erfolg der Energiewende beides, also sowohl die Windkraft als auch die Photovoltaik, benötigt wird. Nach Ende des dreijährigen Pilotversuchs, den die EU-Kommission in Deutschland bewirkt hat, sollten aus unserer Sicht die Ausschreibungen grundsätzlich nach Anlagenart getrennt vorgenommen werden. Die Gefahr solcher Ausschreibungen besteht darin, dass nur die Technologie zum Zuge kommt, deren Stromerzeugungskosten aktuell, also sehr kurzfristig, am niedrigsten sind. Würden Ausschreibungen zukünftig nur gemeinsam durchgeführt, würde dies zu ungewollten Strukturbrüchen bei der Entwicklung der gerade unterlegenen Technologie führen. Für ein Gelingen der Energiewende sind wir aber auf die Potenziale sowohl der Wind- als auch der Photovoltaikanlagen angewiesen. Die Befürchtungen der Landesregierung haben sich mit den Ergebnissen der ersten gemeinsamen Ausschreibung bestätigt. Hier kamen nur Photovoltaikanlagen zum Zug. Die Ausschreibung hat auch gezeigt, dass Mitnahmeeffekte bei gemeinsamen Ausschreibungen zum Tragen kommen können. Betreiber von Photovoltaikanlagen konnten höhere Gebote abgeben als möglicherweise tatsächlich erforderlich, da eine geringere Konkurrenzfähigkeit der Windenergieanlagen erwartet wurde. Bei der letzten reinen Photovoltaik-Ausschreibung im Februar konnte eine durchschnittliche Zuschlagshöhe von 4,33 Cent die Kilowattstunde erreicht werden. Demgegenüber ist der durchschnittliche Zuschlagswert bei der gemeinsamen Ausschreibung erstmals seit Einführung der Ausschreibung für Photovoltaikanlagen wieder angestiegen, nämlich auf 4,67 Cent die Kilowattstunde. Insgesamt zeigen aus unserer Sicht die Ergebnisse dieser Pilotausschreibung, dass künftig auf gemeinsame Ausschreibungen verzichtet werden sollte. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Krüger. Welche Erkenntnisse, Herr Minister, hat die Landesregierung über die regionale Verteilung der Zuschläge, die bei den Photovoltaikanlagen erteilt worden sind? Herr Minister Al-Wazir. Also die Erkenntnisse sind relativ einfach, die stehen im Internet. Ich habe sie jetzt nicht vorliegen, aber es ist so, dass an dieser Stelle völlig offenbar ist, wer was wo bekommen hat als Zuschuss, weil das wird ja alles veröffentlicht. Nach meiner Erinnerung ist eine PV-Freiflächenanlage in Hessen auch dabei, aber das kann ich jetzt nicht beschwören. Herr Kollege, Sie sind nicht der Fragesteller, Sie können nur einmal fragen. Okay, dann kommen wir zur Frage 1068, Herr Abgeordneter Landau. Ich frage die Landesregierung, durch welche rechtlichen Vorschriften und mittels welcher Prüfungsintervalle wird im Augenblick die Betriebssicherheit von Windenergieanlagen bzw. zentraler Bestandteile wie Maschinenhaus, Rotor inklusive Blätter, elektrische und hydromechanische Systeme, Generator und nicht tragende Stahlstrukturen gewährleistet? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Abgeordneter Landau, die Anforderungen an die Betriebssicherheit von Windenergieanlagen werden durch eine Richtlinie des Deutschen Instituts für Bautechnik vorgegeben. Anhand dieser Richtlinie überprüfen unabhängige Sachverständige die Sicherheit der Anlagen in Hessen. In der Regel geschieht dies spätestens alle 2 Jahre. Der Abstand zwischen 2 Überprüfungen kann auf 4 Jahre verlängert werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende, mindestens jährliche Überwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgeführt wird. Die Ergebnisse dieser Überprüfung müssen der unteren Bauaufsichtsbehörde, die in der Regel bei den Kreisen und kreisfreien Städten angesiedelt, sowie den Genehmigungsbehörden, in dem Fall die Regierungspräsidien, vorgelegt werden. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass am 6. Juni 2018 im Rahmen unserer Bürgerforum-Veranstaltungen ein Faktencheck zur Sicherheit von Windenergieanlagen in Gießen stattgefunden hat. Die Landesenergieagentur wird in einigen Wochen die wesentlichen Ergebnisse dieser Veranstaltung auf der Seite www.energieland.hessen.de veröffentlichen. Insgesamt sorgen die aktuellen Sicherheitsvorschriften zusammen mit den bestehenden Abstandsregelungen für Windenergieanlagen für ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Krüger. Sehr geehrter Herr Staatsminister, kann man den von Ihnen gerade dargestellten Sachverhalt auch im Internet nachlesen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Die
Richtlinie, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Ergebnisse unserer Faktenchecks, das hatte ich ja gesagt, werden wir veröffentlichen in einigen Wochen, momentan noch nicht. Ich rufe Herr Kollege Landau noch zu dieser Frage. Entschuldigung, bitte schön. Ich frage dann noch einmal etwas weitergehend. Liegen der Landesregierung Kenntnisse vor, ob es bei der Überprüfung der Betriebssicherheit von Windenergieanlagen zu bestimmten Mängelsituationen gekommen ist? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also aus meiner Sicht nicht. Wir wissen ja, dass wir inzwischen ungefähr 30.000 Windenergieanlagen in Deutschland insgesamt haben. Und ich weiß auch, dass interessierte Kreise, wenn irgendwann mal irgendwo etwas passiert, da bieten ja die sozialen Netzwerke heutzutage alle Gelegenheit dazu, dieses sehr weit verbreiten. Aber mir sind jetzt keine Probleme in Hessen bekannt. Ich rufe auf die Frage 1069, Frau Abgeordnete Wissler. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen ergreift sie, um die Anwohnerinnen und Anwohner des Frankfurter Flughafens gegen die zum Teil sehr hohen Konzentrationen von Ultrafeinstaub zu schützen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Wissler, wir sind tagtäglich vielen Feinstaub- und Ultrafeinstaubquellen ausgesetzt. Abgase, aufgewirbelter Reifenabrieb, teilweise auch Heizungen in Wohngebäuden und so weiter. Trotzdem liegen zum Einfluss von Ultrafeinstäuben, also den besonders kleinen Partikeln, bislang nur wenig konkrete Erkenntnisse vor. Es gibt weder gesicherte medizinische Erkenntnisse noch Grenzwerte für die Luftbelastung mit Ultrafeinstaubpartikeln. Das Interesse des für Grenzwerte zuständigen Bundes, diese Forschungslücke zu schließen, hielt sich bislang leider in Grenzen. Deswegen ist das Land Hessen selbst aktiv geworden. Das für die Luftqualität in Hessen zuständige Landesamt hat in den vergangenen Monaten die Konzentration von Ultrafeinstaub im Umfeld des Frankfurter Flughafens gemessen und ausgewertet. Mit diesen Ergebnissen leisten wir Pionierarbeit und liefern die umfangreichste Datenerhebung und Auswertung zu Ultrafeinstaubkonzentration im Nahbereich eines Flughafens, die es deutschlandweit gibt. Die ersten Zwischenergebnisse sind signifikant, aber sie sind auch kein Grund zur Panik. Wir nehmen sie ernst, sehr ernst, werden die Messungen in Raunheim und Frankfurt-Schwanheim weiterführen und durch eine weitere Station erweitern. Mit den Ergebnissen wird untersucht, ob und wenn ja, und das ist ein Ziel, was ich auch gebeten habe, das Forum Flughafen und Region weiter zu verfolgen, welche gesundheitlichen Auswirkungen Ultrafeinstaubpartikel auf die Gesundheit haben. Ich habe den Vorstand des Forums Flughafen und Region gebeten, dass sich das Forum bei seinen Arbeiten intensiv mit der Frage befasst, ob und wie gegebenenfalls die Belastung durch Ultrafeinstaub vermindert werden kann und welche gesundheitliche Wirkung sie haben. Mit der vom FFR beauftragten NORA-Studie haben wir bei der Untersuchung der Wirkung von Lärm einen Meilenstein gesetzt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir dies in den kommenden Jahren auch im Bereich Ultrafeinstaubbelastung erreichen können. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Ausführungen. Meine Frage geht hin in den Bereich des Arbeitsschutzes. Wie beurteilen Sie die Verpflichtung von dem Unternehmen Fraport, das ja in hohem Anteil im Landesbesitz ist, sich hinsichtlich des Arbeitsschutzmaßnahmen der auf dem Frankfurter Flughafen arbeitenden Menschen bei der Ultrafeinstaubbelastung zu beteiligen mit Messstellen und weiteren Messstationen am Flughafen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich hatte ja bereits gesagt, dass über die Ultrafeinstäube bisher sehr wenig an Erkenntnissen existiert. Dementsprechend gibt es auch keine Grenzwerte. Und deswegen würde ich jetzt sozusagen von Ihrer Frage her gesehen sagen, wahrscheinlich gibt es keinerlei Verpflichtung, irgendetwas zu tun. Auf der anderen Seite hatte ich Ihnen ja auch gesagt, dass das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt, Geologie von sich aus anfängt zu messen. Das ist in Hessen die zuständige Stelle für die Luftreinhaltung. Ich weiß, dass es auch Messstationen auf dem Flughafengelände gibt.
Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass in den nächsten Jahren immer mehr Erkenntnisse und diese natürlich auch mit zusätzlichen Messstationen erreicht werden. Und dann muss man die Folgen eruieren, weil die kennt man bisher auch nicht. Und dann geht es um die Frage von Grenzwerten, sowohl für die allgemeine Luftbelastung wie auch für den Arbeitsschutz. Entschuldigung, Zusatzfrage, Frau Kollegin Wissler. Herr Minister, ist es denn zutreffend und ist es der Landesregierung bekannt, dass die maximal zulässigen Arbeitsplatzkonzentrationen am Frankfurter Flughafen regelmäßig überschritten werden? Herr Minister Al-Wazir. Welche Konzentrationen, Frau Wissler? Von was? Fragen oder? Eine schwierige Situation für mich. Da gibt es keinen Regen dafür. Ich rufe Sie noch einmal auf. Beginnen Sie noch einmal mit Ihrer Frage, bitte schön. Naja, also die Frage ist, ob das, was eigentlich zulässig ist an Belastung, ob das regelmäßig überschritten wird am Frankfurter Flughafen. Ob Sie dazu was sagen können? Herr Staatsminister, Sie müssen. Eben. Es gibt keine Grenzwerte für Ultrafeinstäube. Deswegen stelle ich diese Frage, weil wenn Sie sagen, irgendetwas ist überschritten, muss es ja eine Grenze geben, die vorher jemand festlegt. Also ich habe es verstanden. Herr Kollege Warnecke, Sie haben die nächste Frage. Lieber Herr Staatsminister, ich darf Sie fragen, werden, um Aussagen zu den kausalen Wirkungszusammenhängen treffen zu können, auch Tierversuche notwendig sein und werden diese in den von Ihnen genannten Forschungen berücksichtigt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich bin kein Wissenschaftler, sondern an dieser Stelle bin ich der verantwortliche Minister. Ich habe den Vorstand des Forums Flughafen und Region gebeten, sozusagen analog des Vorgehens bei der NORA-Studie an dieser Stelle sich Gedanken zu machen über die Frage, wie dementsprechende Forschung vorangetrieben werden kann. Und das legt am Ende nicht der Minister fest, wie geforscht wird, sondern die Wissenschaftler. Und ehrlich gesagt, das ist auch besser so. Die letzte Zusatzfrage, Frau Kollegin Wissler. Aber hier ist das nicht ganz klar. Also auch wenn es keine verbindlichen Grenzwerte gibt, dann muss es doch irgendwelche Richtwerte geben, die es doch geben muss, aufgrund deren Vorhandensein Sie überhaupt erst zu der Aussage kommen, dass es hier eine besonders hohe Konzentration gibt. Sie haben ja vorher eine Bewertung vorgenommen der Messergebnisse. Und dann muss es doch irgendwelche dann vielleicht nicht verbindlich festgelegten gesetzlichen Grenzwerte geben, aber es muss ja irgendetwas geben, woran Sie die Aussage festmachen, dass es bedenklich ist. Ich weiß nicht mehr genau, ob bedenklich Ihr Wort war, aber sowas in der Art hatten Sie gesagt. Fragezeichen. Herr Minister. Nach meiner Erinnerung habe ich gesagt, signifikant. Und signifikant heißt, man misst etwas, man misst eine Erhöhung. Das heißt bemerkenswert und sagen anders als ohne Belastung. Jetzt müssen Sie an dieser Stelle wissen, man hat sozusagen in Anführungszeichen Luft, die man misst, die im Zweifel sozusagen ohne jegliche äußere Einflüsse ist. Jetzt müssen Sie an dieser Stelle wissen, Ultrafeinstäube können unterschiedlicher Herkunft sein. Es gibt auch natürlichen Ursprung, zu sagen, wenn am Ende über einen abgeernteten Acker der Wind geht, dann entsteht Staub, dann entsteht im Zweifel auch Feinstaub, vielleicht sogar Ultrafeinstaub. Deswegen muss man als erstes jetzt versuchen, herauszufinden, wo kommt der her. Dann muss man gucken, welche Zusammensetzung hat dieser Ultrafeinstaub. Da geht es dann auch in die Chemie, um zu gucken, zu sagen, ist er natürlichen Ursprungs, ist er sozusagen anthropogenen Ursprungs, mit allem, was dazugehört. Das alles steht jetzt an. Dann muss man die Frage klären, hat er negative Auswirkungen, vielleicht auch je nachdem, aus welcher Quelle er kommt. Und dann kann man sich die Frage stellen, sozusagen, ob man an dieser Stelle aus Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes dann Grenzwerte einführen müsste. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie man die erreicht. Das ist so ist die Reihenfolge. Meine Damen und Herren, wir haben keine Fragen mehr vorliegen, sodass wir jetzt auch am Ende sind der Fragestunde.